Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Wir sind in Fort Connor angekommen, letzte Folge. Hier sollen wir ja angeblich auch den Schlüssel für Valmar kriegen, den wir aber bis jetzt noch nicht gefunden haben. Und wir wurschteln uns mal ein bisschen hier durch. Hier ist gerade ganz schwer Action angesagt. Hier ist nichts. Gehen wir mal hier oben gucken. Und Sprenggedöns, ich sehe nichts. Aua. Ich sehe immer noch nichts. Was? Oh, ich bin tot. Das ist blöd, wenn man nichts sieht, ne? Wenn ich auf seine Lebensanzeige achte, und so. Was erledigt? Bin ich wieder da? Da bin ich wieder. Frisch und jung wie eh und je. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen müssen. Vielleicht gleich mal ins Questlog nochmal gucken. Achso, das ist nur Eisen. Wir launchen nochmal eben hier. Und da kommen wir jetzt zurück. Boah, die Musik macht mich kirre. Die spawnen echt recht fix hier. Wo ist der Magier hin? Nimmst du das? Jemand muss Sarah helfen! Was? Sarah geht's gut. Können wir mal hier reingucken gehen? Braucht ihr vielleicht Hilfe? Erfordert Schurke, ja. Komm mal her, Schnucki. Triss das auf? Ja, so nicht, aber so, ne? Waren wir da noch nicht drin? Das täte mich aber wundern. Zwergische Runenherstellung. Im Diamantenviertel Osramas liegt die Halle der Bewahrung, ein Zweig der zwergischen Gesellschaft, der so alt ist, dass selbst die Zwerge nicht mehr wissen, wann und wie er seinen Anfang nahm. Die Bewahrer sind die Hüter der Geschichte eines Volkes, das weder die Sonne noch Jahreszeiten kennt und die Zeit am Leben und Tod von Königen bemisst. Aber sie sind keine bloßen Historiker, sie sind Handwerker, denn die lebendige Geschichte der Zwerge wird nicht niedergeschrieben, sondern geschmiedet. Die Erinnerungen, wie die Zwerge ihre Aufzeichnungen nennen, sind voller Sorgfalt geschaffene Runen aus Lyrium, die die Gedanken desjenigen Bewahrers enthalten, der sie erschuf. Die Herstellung von Runen ist jedoch nicht auf die Bewahrer beschränkt. Ihre gebräuchlichste und nützlichste Art wird von Mitgliedern der Schmiedekaste aus Lyrium und anderen Metallen gefertigt, die auf Magie reagieren. Korrekt angebracht können sie einem Gegenstand ebenso viel Runen, teventrischischer Machart, eine Vielzahl faszinierender neuer Eigenschaften verleihen. Allerdings finden sich Runen auch in jeglicher anderer Kunst der Zwerge und nicht alle von ihnen dienen praktischen Zwecken oder zumindest keinen, die uns bekannt wären. Sie werden in Häusern und Geschäften graviert, finden sich als Verzierung auf Kleidungsstücken, werden in Glaswaren geätzt und sogar auf Nachttöpfe gemalt.
Die Bedeutung der Symbole selbst sind dabei geheiligtes Wissen, das von der Halle der Bewahrung gehütet wird. Auf jeden Fall sind die Runen nicht, wie viele oberflächliche glauben, die Schriftsprache der heutigen Zwerge, sondern vielmehr Überreste einer vergessenen Sprache, die nicht nur älter ist als das Zwergenreich Osramar, sondern auch als jegliche Geschichte, die seit Zehntausenden von Jahren in Erinnerungen festgehalten wird. Die Halle der Bewahrung kennt die Bedeutung von einigen Dutzend zwergischen Runen, so wird Erinnerung offenkundig genutzt, um ihre Aufzeichnung festzuhalten. In vielen Fällen ist die Bedeutung dabei kein Ergebnis einer Übersetzung, sondern vielmehr eine Schlussfolgerung. So könnten Runen, die sowohl Rüstung als auch tragende Bauwerke zieren, durchaus Stärke oder Belastbarkeit bedeuten. Von Zeit zu Zeit werden in verlorenen Teigs auch neue Symbole entdeckt und von der Legion der Toten zu den Bewahrern gebracht, die diesen Schatz eifersüchtig hüten, während sie sich bemühen, ihren Nutzen und ihre Ursprünge zu ergründen. Waren diese Symbole eine frühere Version der geschriebenen Zwergensprache? Eine Sprache, die irgendwann nicht mehr genutzt und durch jene der heutigen Könige ersetzt wurde? Das ist schwer zu sagen und auch die Erinnerung geben darüber keinen Aufschluss. Was für ein Text. Da hat sich einer Mühe gegeben. So, sonst ist hier aber nichts, nur der Text. Ja, dann würde ich sagen, Elfenkraut brauchen wir jetzt nicht primär. Gehen wir mal in die Richtung da hinten, ne? Die sind schon wieder respawned da oben. Alter. Die wollen es wissen. Ach, okay. Verteidigen das aber sehr hartnäckig. Sehr hartnäckig. Schießt du? So. Vor uns ist Loot. Aber hier können wir sonst nichts machen. Aber hier waren wir schon mal hier? Nee, ne? Da ist noch was. Aha. Jetzt nehme ich es mit. Die ganze Zeit habe ich es verschont. Jetzt nehme ich es mit. Wir gucken aber nochmal eben hier. Was haben wir denn hier? Spindelkraut. Okay. Entdeckt. Hier ist der Hexenwald. Ah, hier müssen wir sowieso hin. Aber wir machen erstmal jetzt hier die Höhle. Erstmal plündern. Und lesen. Festung der abtrünnigen Magier. Habt ihr genug davon, euch von der Angst dieser dummen Narren fesseln zu lassen? Dann kommt in den Hexenwald. Folgt den Zeichen, wir können frei unsere Kunst betreiben und am Ende zu den neuen Göttern werden, so wie es vorgesehen ist. Ein Brief ohne Unterschrift, okay. War aber jetzt keine großartige Höhle. Weiter geht's. Autsch. Vor Liebe zu mir. Geplündert, aber gab keinen Loot. Ah doch, 7 Gold. War ein bisschen buggy. Gut, dann würde ich sagen, nächste Station, der Hexenwald. Mann, ich hasse es, wenn die Bäume mal weg sind. Betreten neues Gebiet, oder? Hier waren wir noch nicht, oder? Oder? Das ist ein Riss, sehe ich das richtig? Wir schauen mal eben erst hier oben.
Ist auch irgendwas Blubbermäßiges drin. Irgendwas Grünes. Was ist das? Ich find's hier echt unheimlich. Ja, ist es. Gebe ich dir recht. Und egal was drin ist. Was denn da? Na, lass die mal kämpfen. Wir gehen mal eben hier rein. Ich find's hier echt unheimlich. Was? Was? Wer ist verwundet? Ach, die kämpft da draußen. Alter, das ist dumm, Mädchen. Das ist dumm. Gib mir bei! Hätte man die da draußen mal eher fertig gemacht. So, den haben wir. Schnell raus. Ach, die kommen schon rein. Können wir eben raus? Ja, so wird das hier nix. Mach dich weg. Mann. Wo seid ihr? Okay. Da müssen wir raus, oder ist das hier dran? Das ist draußen. Dieses Schlösser sammeln wir immer noch, obwohl wir die Quest eigentlich schon abgeschlossen haben. Beanspruchung. Bam. Triada Strahlaxt. Sechste Strophe. Triada Strahlaxt und ihr Stamm, stolz und sehnig, ohne Fehl. Im Kampf gewachsen und geformt, daraus machten sie kein Hehl. Tief in Höhlen lebten Steinmänner, Hendris Krieger, auch recht kräftig. Sie trafen den Stamm gegürtet und gerüstet, aber eher schmächtig. Triada flüsterte mit ihrer Liebsten über die Männer mit dem Bart. Die Zwerge waren gut, ehrbar und edel. Und sie bat, der Stamm soll den Zwergen begegnen in ihrer Höhle, ihrem Staat. Nicht im Kampf, sondern nur zum Handel hin. Die Zwerge lassen uns im Frieden leben. So. Ja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung? Ich würde sagen, hier lang, ne? Machen wir den Riss. Aber dann sollten wir ihn ja noch ein bisschen, Nein. So, hat er keinen Regenerationstrank dabei? Nein, hat er nicht. Okay, dann schauen wir mal. Gut. Und schon wieder Bäume im Weg. Alter! Wollen wir da schon was machen? Darf ich da schon interagieren? Nicht? Jetzt darf ich. So, dürfen wir weiter interagieren? Nein, dürfen wir nicht. Boah, ich. Jetzt aber zumachen. Zumachen. Sehr schön.
Naturthron, Frostessenz. Schreckenskrallen. Mhm. Das ist die Frage. Wo müssen wir hin? Scherbe. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt einmal drumherum gelaufen? Der Krieger zuerst, nämlich auch. Bist du durchgelaufen? Hehe. Okay. Dann schauen wir weiter. Links von uns sind noch welche. Ein Einzelner. Hier waren wir ja jetzt schon. Und da sind wir gekommen. Hm. Dann gehen wir zurück, oder? Was sagt denn die Karte? Die Kämpfe zwischen den abdrängenden Maligern und den Templern haben zahlreiche Flüchtlinge aus ihren Zuhause vertrieben und bringen jeden in diesem Gebiet in Gefahr. Wir gehen mal zurück. Der Hexenwald. Wo geht's hier lang? Von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Hügel, Hügel und kaum was anderes. Ja. Außer Dämonen vielleicht. Dann schauen wir mal, was war hier? Okay, das hatten wir eingenommen, also weiter waren wir noch nicht. Schauen wir erstmal hier. Was? Und respawn. Sehr schön. Hallo? Was ist los hier? Ah, jetzt haben sie sich aber Zeit gelassen. Ja. Alles okay. Gehen wir hier lang. Was ist das? Das sieht nicht freundlich aus. Ziemlich verwinkelt hier. Was haben wir hier? Eisen. Was? Wo kommen die her? Das ging jetzt schnell. Weiter geht's. Kommen wir jetzt hier hin? Uhu, entdeckt Schlucht der verbrannten Männer. Was? Was? Will ich hier sein?
Ja, Level 7er Wolf. Obwohl. Ein hartnäckiger Wolf. Ein toter Wolf. Was kommt doch nicht wie normale Wölfe gekämpft. Was ist hier los? Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. Okay. Wer bist du? Druffy. Und Druffy ist, Druffy Brent. Oh, wie viel Rüstung hat denn der? Können wir die Rüstung mal runterknallen? Oh, wie viel Rüstung der hatte. Lecco mio. Können wir schießen, bitte? Gnädigste. Ja, genau. Ja, sicher das. Buffy wünscht er. Der weigert sich. Hallo? Was macht ihr da? So hat er seine Rüstung wieder. Was passiert hier? Ich verstehe es gerade nicht. Er ist mir zu hoch. Lässt sich, glaube ich, gar nicht töten, kann sein. Komm, Rückzug. Was für ein Shit, Das Biest hat den Eulen Elf! Was? Elfi, hoch mit dir! Wie seid ihr da jetzt? Mann, ey, was war denn das für ein Scheiß jetzt? Ach, verpiesel dich. Will nicht mit dir spielen. Ist jetzt hier Ruhe? Kann man sie wiederbeleben? Nein, geh weg. Duffy, geh weg. Ah, super. Okay. Was bauen wir denn jetzt neu? Ah.
Schlucht der verbrannten Männer. Gut. Okay, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ruffy lassen wir dann in den Ruhe in der nächsten Folge, beziehungsweise ja. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.